Dieses Auto hat den Lifestyle erfunden, bevor das Wort in allen Marketingabteilungen Einzug gehalten hat. Der VW-Bus, liebevoll auch Bulli genannt. Als geräumiger Anti-SUV, Multifunktionsmobil oder zuverlässiges Arbeitspferd. Kaum ein Auto bewegt Surfer, Familien und Unternehmer mehr als der Bus mit dem T im Namen. Doch der aktuelle T6 ist im Prinzip nur ein facegelifteter T5. Der T7 soll den VW-Bus wieder in ein neues Zeitalter führen. Der Wechsel zur Großserienplattform MQB macht den Weg frei für neues Infotainment, für das 48-Volt-Bordnetz und die Vermehrung. Aus dem VW-Bus soll nämlich künftig eine komplette Bulli-Familie entwickelt werden. Die Nachfolger von Charan und Caddy sollen in die T7-Welt wechseln. Alles mit unterschiedlichen Radständen und Aufbauten. Wie das gehen kann, zeigt bereits Ford mit den Tourneo-Derivaten. Für Skoda oder Seat könnte das T7-Raster so interessant werden. Auch bei den Antrieben geht es natürlich Richtung Zukunft. Der für 2020 avisierte Elektrobulli eignet sich zum einen als flüsterleiser Stadtlieferwagen, zum anderen existiert in gleicher Hülle aber auch schon ein Leuchtturmprojekt mit 275 Kilowatt Systemleistung, 600 Kilometer Reichweite und einer Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 5 Sekunden. Ansonsten bleibt es für den T7 beim bewährten Mix aus Diesel und Verbrenner, Vorderradantrieb und 4Motion, Schalter und DSG, Mild Hybrid und Plug-in Hybrid. Ab 2019 geht es los mit dem neuen VW-Bus.